Die Wölfe Freiburg, die sind zuletzt ja etwas in Straucheln geraten. Damit sie nicht völlig auf die Nase fliegen, haben die Verantwortlichen reagiert und aus Tschechien Roman Kadera verpflichtet. Dem wird nachgesagt, er sei ein kleiner Eishockey-Magier. Ob es gestern gegen das Schlusslicht aus Passau wirklich eine Art von Eishockey-Zauber gab, das weiß Herbert Kreuz. Nein, so sieht kein Trainer aus, der sich über ein 6-Punkte-Wochenende freut. Wölfe-Coach Salmik angefressen nach der Partie gegen das Tabellenschlusslicht Passau. Lichtblicke sind rar gesät. Für etwas Unterhaltung sorgt lediglich Rückkehrer Roman Kadera. Trainer Peter Salmik hat mich geholt, damit wir stark genug sind, um bei den Playoffs eine gute Rolle zu spielen. Ich glaube, die Mannschaft kann besser spielen, als sie es heute gezeigt hat. Ich bin auf jeden Fall hergekommen, um aufzusteigen. Výjimečná jiná soutěž záleží, jak budeme zdraví a myslím si, že formu a mannschaft na to máme, aby jsme postoupili. Die Wölfe in Rot beginnen gegen die schwachen Gäste vielversprechend. Die erste Einschussmöglichkeit bereits nach 26 Sekunden Patrick Vosa vergibt. Danach Trainer Salmik unruhig. Irgendwie scheint seine Mannschaft den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Freiburg im 5:3 Überzahlspiel. Wieder Vosa an den Pfosten. Auch die Fans spüren eine gewisse Überheblichkeit. Die Wölfe gehen fahrlässig mit ihren Chancen um. Neuzugang Roman Kadera. Ondrejka im Gästetor rückt jetzt immer häufiger in den Mittelpunkt. Josef Ondrejka avanciert im Verlauf der Partie zum besten Mann auf dem Eis. Die Wölfe mit Einbahnstraßenhockey achten sie jetzt auf Kadera mit der Nummer 4. Der Mann hat Klasse. Am Ende aber fehlt es an der nötigen Durchschlagskraft. Der 35-jährige Tscheche, zuletzt nicht mehr aktiv, hatte in Prag ein Geschäft für Luxushundemode eröffnet, zeigt, dass er es noch kann. Salmik aber kocht langsam an der Bande. Mit 0:0 geht es in die erste Drittelpause. Danach wird die Nachlässigkeit der Wölfe beinahe bestraft. Die erste dicke Chance für Passau. Glück für die Hausherren in dieser Szene. Dann aber endlich, es läuft die 26. Minute. Freiburg in Überzahl und Turo Wirter fasst sich ein Herz. Der erlösende 1:0. Führungstreffer für die Wölfe durch den finnischen Verteidiger. Freiburg in Führung, doch wer jetzt denkt, der Bann ist gebrochen, der sieht sich getäuscht. Mit derselben Lässigkeit spielen die Roten weiter. Entschlossenheit sieht anders aus. Auch Torjäger Marisch lässt seine Qualitäten vermissen. Immer wieder kann sich Ondrejka auszeichnen. Großchancen werden reihenweise liegen gelassen. Einigen scheint das nicht mal was auszumachen. Freiburg gibt den Takt vor, den Passauern gelingt nichts Nennenswertes. Die letzten 15 Spiele haben die Gäste allesamt verloren. Das frustriert. 5 Minuten Strafe plus Spieldauer für Passaus Kapzahn. Freiburgs Peter Marisch kann nach kurzer Behandlung weiterspielen. Marisch übel gefault, die Wölfe wieder in Überzahl. Zunächst mit einem Mann, dann sogar mit zwei. Die Hausherren mit der Riesengelegenheit, die Führung auszubauen. 43. Minute, Roman Kadera setzt den Nachschuss in die Maschen. Das 2:0 für die Wölfe. Den Schuss von Turo Wirter lenkt der Gästekeeper direkt zu Kadera. Und der markiert seinen ersten Treffer für Freiburg. Die Wölfe siegessicher müssen in der 53. Minute noch den Anschlusstreffer hinnehmen. Alexander Ganschnick völlig alleingelassen, überwindet Ronny Glaser. Das 2:1, schließlich der Endstand. Freiburg agiert nicht mit dem nötigen Ernst. 3 Punkte gibt es trotzdem. Im Hinblick auf die anstehenden Playoffs löst diese Leistung aber sicher keine Begeisterung aus. Peter Salmik sauer. Wir haben uns vorgenommen, richtig Druck auszuüben. Wir wollten im ersten Drittel 2, 3 Tore schießen. Wir wollten heute alle Spieler einsetzen. Weil in den letzten Wochen haben wir fast teilweise nur ausschließlich mit 2 Reihen gespielt und ich wollte eigentlich 3 Reihen, sogar 4 Reihen heute bringen, aber es hat das Spielverlauf einfach nicht ergeben und wir wären heute in Schönheit fast gestorben. Ja. In der Oberliga Süd rangieren die Wölfe weiter auf dem 2. Tabellenplatz. Der Abstand auf den 3. Füssen ist auf 5 Punkte angewachsen. 7 Spiele stehen jetzt noch aus, dann beginnen die Playoffs. Freiburg schafft ein 6-Punkte-Wochenende, kann aber gerade im Heimspiel gegen Passau nicht überzeugen. Mit Roman Kadera aber ist die Qualität im Kader gestiegen. Am kommenden Freitag reisen die Wölfe jetzt nach Peiting. Am Sonntag dann steigt das Spitzenspiel in der Siegelhalle gegen den Tabellenführer Bad Tölz.